Profil Podcasts. Herzlich willkommen beim Profil Mittwoch Podcast Innenpolitik Österreich. Bei mir wie so oft oder mit mir wie so oft Eva Linsinger. Hallo Eva. Hallo Christian. Ferien und dann dennoch nicht Ferien, weil Corona, weil Ibiza-Ausschuss, weil Turbulenzen, nein, kleine Turbulenzen in der Sozialdemokratie. Wir beginnen mit Corona, weil die Welt und auch Österreich im Banne von Corona ist, in dem Fall von Freikirchen, nachdem der Rotary Club jetzt abgelöst wurde durch Freikirchen. Es ist aufgetaucht ein neuer kleiner Cluster in Niederösterreich, ich glaube rund um Wiener Neustadt auch ein Freikirchencluster. Also Religion ist offensichtlich nicht eine Antwort auf alle Fragen, sondern... Hast du das geglaubt bisher? Am 11.11. um 11.11 Uhr im Jahr 1980 aus der katholischen Kirche ausgetreten und vom Glauben schon früher abgefallen. So ein kleiner, großer Exkurs. Corona, doch interessant, dass jetzt in Österreich, aber nicht nur in Österreich, sondern fast global, in den USA auch stark ist, die Maskenpflicht oder die Masken plötzlich als die Lösung aller Probleme dargestellt wird. Masken, die von der WHO ursprünglich als sinnlos bezeichnet worden waren, die der Christian Drosten, der Virologe in Deutschland und Berater der deutschen Bundesregierung, der deutschen Kanzlerin, zunächst auch als nicht sehr sinnvoll erachtet hat, also dann vor 2 Wochen oder vor 4 Wochen umschwenkte und gesagt hat, auch die Aerosole in der Luft können von der Masken abgehalten werden, hat sich alles ein wenig gedreht und in den USA hat irgendjemand, ich weiß nicht wer, und das in den USA ist ironisch oder zynisch gesagt schon fast egal, gestern gemeint, mit Maskenpflicht könnte man innerhalb von 2 Wochen das ganze Problem lösen. Quatsch natürlich. Anyway, in Österreich wird über Masken diskutiert. Meiner Meinung nach haben die Masken vor allem einen psychologischen Effekt. Menschen, die Masken tragen, sind insgesamt vorsichtiger und halten eher Distanz. Und da ist dann die Frage, ob davon abgesehen im Supermarkt oder sonst irgendwo Masken auch direkt Infektionen verhindern, vielleicht nicht so wichtig oder eine sekundäre Frage, aber jedenfalls die Maske signalisiert, da ist noch Gefahr da und das begreifen manche Leute vielleicht nicht oder zu wenig. Ich finde, es hat 2 Aspekte. Einerseits gibt es ja Maskenpflicht noch in Teilbereichen in öffentlichen Verkehrsmitteln. Persönliche Empirik ist immer ein bisschen schwierig, aber ich bin neulich einmal eine längere Strecke mit dem Zug gefahren und war fast schockiert, wie lässig das gehandhabt wird. Also ganz viele Leute haben es unterm Kinn hängen oder überhaupt gar nicht auf. Jetzt soll offensichtlich in den öffentlichen Verkehrsmitteln, zumal in Wien, strenger gestraft werden, was ich gut finde. Und es gibt eine Diskussion angestrengt von SPÖ-Chefin Randy Wagner, ob nicht wieder im Handel die Masken getragen werden sollen. Sowohl von den Bediensteten in Supermärkten, Angestellten in Supermärkten, als auch von den Besuchern. Ich denke mir einerseits das, was du sagst, es ist ein psychologischer Effekt, dass man das Gefühl hat, hoppala, da ist ja noch was, auch wenn man es fast vergessen hat. Und zweitens denke ich mir, es ist ein quasi gelinderes Mittel. Also Masken sind schon zumutbar, niemand mag es gern, es ist lästig, aber es ist ein viel gelinderes Mittel, als wenn, wie zum Beispiel jetzt in Oberösterreich, Schulen und Kindergärten wieder gesperrt werden, also was viel, viel größere Probleme aussetzt. Und da stellt sich schon die Frage, ob die Maskenpflicht in Österreich schon auch auf Druck des Handels nicht zu früh wieder gelockert wurde, ob man nicht wieder zurückkehren sollte. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Vor allem auch auf Druck natürlich des Tourismus und des Gastgewerbes, wo ich viel eher die Gefahr der Ansteckung sehe, auch bei Festen natürlich. Pamela Rendi-Wagner, weil du sie genannt hast und weil sie die Maskenpflicht in Supermärkten fordert oder vorschlägt. Ich tue mir wirklich schwer, und vielleicht sprechen wir dann jetzt gleich über die Pamela Rendi-Wagner. Sie ist Ärztin und Expertin. Ich habe gehört, was sie dazu gesagt hat. Jetzt sind Supermärkte, ausgerechnet in Supermärkten. Sie tat sich schon schwer zu argumentieren, warum man in Supermärkten, nicht aber in anderen Geschäften Masken tragen sollte. Hat dann dazu gesagt, ja, in Supermärkten sind die Leute eine Stunde lang. Also ich weiß nicht, wer wann eine Stunde lang in einem Supermarkt war. Also die Argumentation verstehe ich nicht. Auch nicht die Argumentation, dass in anderen Geschäften, zum Beispiel in Drogeriemärkten, dann keine Maskenpflicht bestünde, wo man ja noch argumentieren könnte, da müssen die Menschen auch unbedingt hin, während sie vielleicht zu einem Schuhmacher jetzt nicht müssen oder auch nicht unbedingt bei H&M Kleidung einkaufen müssen. Also ich tue mir schwer, zumal dann noch dazu kommt, dass ausgerechnet bei Supermärkten
kaum oder gar nicht Nachweise für Ansteckungen in der Vergangenheit gegeben waren. Also ich tue mir mit der Argumentation der Ärztin Pamela Rendi-Wagner zum Beispiel und gerade auch in dieser Frage wirklich schwer. Hätte sie gesagt, vielleicht doch im Gastgewerbe wieder, wäre das viel leichter nachvollziehbar gewesen. Aber das ist in sich sowas von nicht konsistent, dass bei aller Sympathie dafür, dass hier jetzt jemand auch aus der Opposition heraus kritisch sein will, ich irgendwie nicht weiterkomme. Lösen wir es vielleicht von Rendi-Wagner, das ist, finde ich, auch gar nicht das Wichtigste. Ich denke mir nur, wenn man schaut in den Supermärkten, wie viele Menschen derzeit Masken aufhaben, das ist wirklich eine absolut geringe Minderheit. Man wird mittlerweile fast komisch angeschaut, wenn man eine aufhat. Und ich finde, Masken sind für so einen kurzen Einkauf zumutbar. Es ist jetzt fast unabhängig davon, wie sehr es etwas bringt. Und man muss immer sagen, man schützt da eher die anderen, nicht sich selbst. Aber es ist einfach ein wirklich gelindes Mittel im Gegensatz zu anderen Dingen, die kommen. Und den psychologischen Effekt, den du zuerst angesprochen hast, würde ich nicht unterschätzen. Man merkt es quasi in jeder Situation. Es kommen einem Menschen schon wieder sehr nahe. Der Abstand wird sehr selten eingehalten. Eine Maske ist ein bestimmter Blocker. Und mir persönlich ist Maskentragen im Supermarkt sehr, sehr viel lieber, als wenn wieder strengere Maßnahmen kommen, wenn wirklich Schulen etc. nach den Ferien wieder schließen müssten, was für alle Eltern eine richtige Katastrophe ist, wenn wir wieder in die Nähe eines Shutdown kommen würden. Und dieses offensichtlich allgemeine Bewusstsein, es ist vorbei und es ist überstanden, das in breiten Teilen der Bevölkerung herrscht, das stimmt ja nicht. Es gibt immer wieder neue Cluster, es gibt immer wieder neue Wellen. Eine gewisse Vorsicht erscheint mir da schon einfach angemessen, findest du nicht? Bin ich bei dir, aber eben nicht bei den Supermärkten. Da bin ich wirklich anderer Meinung, weil gerade in den Supermärkten ist die Ansteckungsgefahr besonders gering. Einerseits wissenschaftlich ganz gut erklärbar, warum es gering ist, und andererseits hat sich gezeigt bei Testungen aus der Zeit, dass es dort noch keinen Maskenschutz für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gab, kein Plexiglas, dass es dort keine nachgewiesenen Ansteckungen gab. Ich würde viel, viel genauer hinschauen, was im Gastgewerbe, im Tourismus sich tut. Dort sitzt du eine Stunde lang an einem Tisch gegenüber von jemandem, der dich dort anbrüllt, dir das Bier hoffentlich nicht. Da anlacht, gehe ich früher. dir das Bier nicht ins Gesicht spuckt, also wo viel mehr passieren kann, und erst recht natürlich bei Veranstaltungen. Und ich habe das Gefühl, dass da eher die Bundesregierung, vielleicht auch bei Pamela Rendi-Wagner, den Weg des geringsten Widerstandes gehen wollen, weil gegen Maskenpflicht in den Supermärkten werden sich viel weniger Leute wehren und da wird der ökonomische Schaden null sein im Vergleich dazu, wenn man das Gleiche im Gastgewerbe machte oder gar wiederum Veranstaltungen verbietet, seien es Hochzeiten oder sonst irgendwas mit mehr als 30 Leuten. Aber wenn man sich anschaut, wo die Ansteckungen jetzt gerade in den letzten Wochen in Österreich waren, ganz eindeutig. Das war ein Club in einem Rotary-Club in Salzburg, das waren Freikirchen, Punkt aus. Alles andere sind geschlossene Räume und dann Leute, die lange zusammen sitzen, zusammen stehen, miteinander sprechen. Ja, und wahrscheinlich ein paar importierte Fälle, wobei ich da manchmal auch den Eindruck habe, dass da ein Sündenbock gesucht wird, weil so genau, wenn man es recherchiert, findet man den importierten Fällen nicht, jedenfalls keine Cluster, die daraus entstehen. Naja, das passt in diese Strategie, die die Teile der Regierung, muss man in dem Fall sagen, nämlich die ÖVP seit Anfang an fährt. Mhm. Wir erinnern uns, dass Ischgl war keine Virenschleuder, sondern alles kam aus China und wir haben alles richtig gemacht und keine Fehler gemacht. Also das ist natürlich ein bisschen lächerlich. Mhm. Aber klar, wird mit offeneren Grenzen, mit verstärkter Reisetätigkeit, ist auch das Infektionsrisiko höher. Im Tourismus werden händeringend gerade Gäste aus Deutschland gesucht, Touristen gesucht. Man kann sich dann ein bisschen aussuchen, was man lieber haben will, aber es ist schwer zu behaupten, dass das Virus quasi immer nur aus dem Ausland nach Österreich eingeschleppt wird. Es ist da, wenn auch jetzt nicht rasend verbreitet. Es ist da, es kommt immer wieder zu Clustern in Polizeiinspektionen, in Salzburg etc. etc. Der Vizekanzler Werner Kogler hat, wie soll man sagen, sich zumindest offen gezeigt gegen eine teilweise Wiedereinführung der Maskenpflicht. Wir sind alle gespannt, was da herauskommt.
rauskommt. Ich glaube, das Schlimmste wäre, und das sollte auf alle Fälle vermieden werden, wäre ein neuerlicher Shutdown im Herbst. Das würde wohl die Wirtschaft an den Rande, wenn nicht noch einen Schritt weiter, des Zusammenbruchs bringen, weil man kann jetzt diskutieren, wie viel Wachstum notwendig ist und wie weit das gehen soll. Nur ein zweiter Shutdown, und das sagen auch etliche Landeshauptleute und Ökonomen, das wäre wohl wirklich schwer verkraftbar, oder? Das wäre extrem schwer verkraftbar. Umso mehr finde ich eben Parteipolitik oder parteipolitisches Kleingeld, das da jetzt geschlagen wird, verheerend. Und mein Eindruck ist eben, dass genau das passiert, weil Supermärkte ziemlich einfach, keiner wird sich wehren, aber der Effekt gering. Hingegen zum Beispiel Gastgewerbe oder Veranstaltungen, da scheut sich die Regierung, scheut sich auch die Opposition zu fordern, dort Maskenpflicht oder gar Unterbindung, weil man Angst hat vor der Wählerin und vor dem Wähler. Umso mehr, finde ich, sollte man auf das schauen, was wirklich wirksam ist. Vielleicht sollte man auch im religiösen Umfeld, also in Kirchen, wieder mal überlegen, was dort eigentlich passiert oder abgeht. Allerdings fürchte ich, dass die Türkisen dort nicht unbedingt die strengen Maßstäbe ansetzen werden, die sie an anderen Punkten vielleicht verordnen würden. Das kann sehr gut möglich sein. Und wir merken an dieser ganzen Diskussion, wie schwierig es ist. Mhm. Der Shutdown war ja noch unter Anführungszeichen vergleichsweise einfach. Da waren alle zu. Jetzt gibt es zu Recht die ganzen Diskussionen, warum hier Beschränkungen, warum auf der anderen Seite nicht. Es gibt eine Elterninitiative, die immer mehr Zuspruch findet, die sich dagegen wehrt, dass man sagt, hallo, warum werden als erste Schulen und Kindergärten geschlossen? Wir kommen mit der Betreuung nicht mehr nach. Und gerade da ist sicher ein Konzept für den Herbst, wenn die Schulferien zu Ende sind, höchst notwendig, weil sich es so leicht zu machen wie in Oberösterreich vor wenigen Wochen, dass man sagt, okay, es gab diesen Cluster in den Freikirchen, Konsequenz, wir schließen die Schulen, das ist allen Eltern extrem schwer zumutbar und da braucht es wohl kreativere Lösungen. Mhm. Nächstes Thema. Nochmal Pamela Rendi-Wagner vielleicht, auch weil ich am vergangenen Wochenende eine Pressestunde hatte mit Christoph Bartelt, Chef des WIFO, früher Präsident der Rektorenkonferenz, renommierter Professor an der Wirtschaftsuni, und überraschenderweise auf meine Frage Viertageswoche, die Pamela Rendi-Wagner, SPÖ-Chefin, gefordert hat, war er sehr differenziert und hat nicht mal schnell gesagt, was für ein Unsinn gerade in dieser Phase. Gehen wir weg von Christoph Bartelt, der hat dazu gesagt, viel wichtiger wäre höhere Flexibilität auf einzelne Unternehmen und einzelne Branchen runtergebrochen. Nochmal ein Sidestep, spannend, dass hier ein bürgerlicher, sicherlich nicht als links einzuordnender Wirtschaftsprofessor, der im Gesellschaftspolitik liberal denkt, dennoch sich mal damit inhaltlich auseinandersetzen will, wie eine Arbeitszeitverkürzung. Das war ein Sidestep, aber zurück zu... Das war ein No-Go-Thema. Das war ein No-Go-Thema, absolut, ja. Im bürgerlichen oder im ÖV-Bereich. Christoph Bartelt spricht darüber. Im Übrigen das Profil in der nächsten Printausgabe ab Samstagabend, Sonntag, E-Paper, wird sich vertiefen bei der Frage, bei dieser Frage, Viertageswoche, auch bei der Frage, die auch aufgetaucht ist bei dieser Pressestunde, ob es ob es funktionierende globale, lokale Wirtschaft ohne Wachstum geben kann, wo wiederum Christoph Bartelt auch überraschend, auch eigentlich ein No-Go-Thema gesagt hat. Das kann man sich schon vorstellen, nur die Politiker wollen es nicht, außer es sind Bundespräsidenten. Also ein Hinweis und Werbung fürs nächste Nick-Profil. Jetzt endgültig zurück zu Pamela Rendi-Wagner, die mit ihrer Vier-Tage-Woche schon wieder Probleme bekam, weil einerseits der burgenländische Landeshauptmann und ich glaube auch Wien ein wenig Widerstand geleistet hat, beziehungsweise gesagt hat, etwas verkürzt, dass das Unsinn ist oder derzeit Unsinn ist. Warum gelingt es der Parteivorsitzenden nicht, die Partei in den Griff zu bekommen? Weil da, glaube ich, sind einfach Muster etabliert. Man hat den Eindruck, selbst wenn Pamela Rendi-Wagner sagen würde, heute ist Mittwoch, würde der burgenländische Landeshauptmann widersprechen, weil er es einfach gewohnt ist. Alles, was sie sagt, da kommt von ihm ein Jet. Völlig egal, ob das sinnvoll ist oder nicht. Die Wiener SPÖ, da ist es nicht ganz so arg ausgeprägt, dieser Reflex, aber doch durchaus vorhanden, die einfach mit jeder Faser signalisieren, hoppala, wir sind wir und wir lassen uns von gar niemand etwas sagen und es ist uns egal, wer unter uns bei
Parteivorsitzende ist. Das finde ich in dem Fall schade, weil diese Debatte um eine Arbeitszeitverkürzung, die finde ich schon spannend. Die könnte man durchaus auch etwas differenzierter führen, egal ob jetzt Ihr Vorschlag der sinnvollste ist oder nicht. Aber gewisse ökonomische Konsequenzen aus der Corona-Krise sollten schon gezogen werden, sollten fundiert diskutiert werden. In Neuseeland wird etwa geprüft, ob eine 4-Tage-Woche Sinn macht. Das hat die dortige Premierministerin vorgeschlagen. Keine Ahnung, was dabei herauskommt. Aber eines sollten wir schon gelernt haben aus dieser Corona-Krise. Man braucht auch neue Antworten. Man soll ein bisschen anfangen, außerhalb der Box zu denken und irgendwie schauen, was können kreative Lösungen sein? Wie können wir damit umgehen? Weil die Bedrohung ist da. Der Klimawandel ist nach wie vor da. Auch da braucht es irgendwelche Lösungen. Ob jetzt die 4-Tage-Woche die Antwort ist, ob eine Arbeitszeitverkürzung die Antwort ist, das weiß man nicht. Aber es verdient jedenfalls einer fundamentaleren Prüfung, als es einfach so wegzuwischen und sagen, Blödsinn brauchen wir nicht, haben wir noch nie gemacht, wir haben nie Fehler gemacht und wir lassen alles so, wie es immer gewesen ist. Das sollte man schon etwas differenzierter diskutieren, zumal auf einem ganz speziellen, ganz kleinen Feld, nämlich es gibt in diversen Kollektivverträgen, die sehr gut bezahlt sind, das sind teils auch sehr tolle Industriejobs, da gab es immer die Alternative, vor die die Menschen gestellt werden, wollt ihr mehr Geld oder weniger arbeiten? Und da haben sich gerade jüngere Männer eher für das weniger Arbeiten entschieden und das kann schon ein Signal sein, dass es auch einen gewissen Wertewandel gibt. Und all das sollte man mit einbeziehen. Wie gesagt, es kann immer noch herauskommen, dass das Ganze ein Blödsinn ist und ein untauglicher Vorschlag, aber er ist auf jeden Fall einer Diskussion wert und so viel andere Vorstellungen, wie man denn das Wirtschaftssystem umstellen könnte, wie man denn, du hast es gesagt, zu einer Wirtschaft mit weniger Wachstum kommt, falls das das Ziel ist, wie man vielleicht die Konsequenzen aus der Corona-Krise zieht, gibt es noch nicht und da lohnt sich quasi jeder Vorschlag einmal richtig fundiert zu diskutieren. Und ich fand auch interessant, du hast es angesprochen, wie Bardelt reagiert hat. Und das war für alle quasi eine Überraschung zu sehen, dass gerade jemand wie er sagt, das könnte durchaus ein Weg sein. Mhm. Oder wie hast du das empfunden? Ich habe es genauso empfunden. Einerseits, dass er das sagt und ich kenne ihn nun wirklich über Jahrzehnte, der eben eigentlich ein Konservativer ist, jedenfalls ein Realo, nicht eingefangen von Wirtschaftskammer, industriellen Vereinigung oder gar Gewerkschaft und dass der das Thema mit dieser Vehemenz, die er da auch, also die Emotion, die er da gebracht hat, weniger bei der Viertageswoche, aber bei der Frage, kann es funktionierende Volkswirtschaften geben oder eine globale Volkswirtschaft ohne Wachstum, mit welcher Vehemenz da reingegangen ist, hat mich wirklich beeindruckt, auch die Diskussionen danach auf Social Media, Twitter, Facebook, genau darüber, wie sehr sich in dem Fall möglicherweise schon ein liberales, linksgrünes Spektrum darüber gefreut hat, dass jemand wie Christoph Bardelt dieses Thema anstößt und wie ich schon gesagt habe, im nächsten Profil diskutieren wir genau das ja breit. Vielleicht jetzt noch am Rande, dass jetzt die Männer, die angesprochen, die verzichten würden auf etwas Geld für mehr Freizeit. Wir wollten noch ein wenig über Frauen in der Politik sprechen, jetzt in unserem Vorgespräch darüber gesprochen. Rosemarie Schweiger hat im letzten, also in der jetzt vorliegenden Ausgabe, glaube ich, ist es vom Profil über türkise Ministerinnen geschrieben. Anlass waren natürlich die Verteidigungsministerinnen, die alles andere als Bella Figura macht in dieser Phase, aber es gibt auch andere Ministerinnen, wo man nicht den Eindruck hat, dass sie wären jetzt nur wegen ihrer Kompetenz in die Regierung gekommen, sondern eher deshalb, weil Sebastian Kurz die Quote oder auch Spezialinteressen erfüllen wollte. Das schadet der Frauenbewegung oder das schadet den Frauen. Ja, aber das gilt auch für Männer. Also ich hatte bisher nicht den Eindruck, dass Gernot Blümel ein wahnsinnig toller Experte ist im Finanzbereich, dass er Finanzminister geworden ist, weil er so einen absoluten großen Hang hat zu Zahlen, sondern wie wir wissen, er hat ja auch Millionen, Milliarden, Hunderttausende verwechselt. Vielleicht sollte er sich doch einmal einen Laptop anschaffen, dann würde er sich mit dem Rechnen etwas leichter tun. Aber das Problem ist, glaube ich, Prinzipielles. Wenn wir uns erinnern an Kanzler wie Wolfgang Schüssel, starke Politpersönlichkeiten umgeben sich mit anderen starken Kräften. Ich nenne nur Beispiele, jetzt frei von Sympathie. Martin Bartenstein war zweifelsohne eine starke Persönlichkeit. Es war auch Elisabeth Gera auf ihre Weise. Bei Sebastian Kurz hat man eher den Eindruck, er wählt die Menschen
die unter ihm Ministerinnen und Minister werden eher nach Loyalität aus und das hat natürlich dann Konsequenzen, weil so jemand entwickelt ein wenig Eigenleben, so jemand entwickelt wenig Lust auf Widerspruch, so jemand hat ein wenig eigene Ideen und das kann vielleicht in Normalphasen funktionieren, in Ausnahmephasen wie in Corona-Zeiten treten diese Schwächen schon sehr augenscheinlich zutage. Da kommt dann wirklich ganz wenig von seinem Ministerinnen und Ministerteam. Und da sieht man schon auch diese Schwäche in der Personalauswahl. Ich bin gespannt, ob sie korrigiert wird, ob es vielleicht möglicherweise nach der Wien-Wahl doch eine Regierungsumbildung gibt oder nicht. Wir werden sehen, eine kleine hatten wir schon auf der grünen Seite mit der Kulturstaatssekretärin. Aber ich glaube einfach, diese Personalauswahl zeitigt dann ihre Konsequenzen. Und du müsstest jetzt fast einen Gegenkommentar zu dem schreiben, was Rosi Schweiger in dieser Woche im Profil geschrieben hat. Und allenfalls auch noch die Kompetenz von Ministerin Tanner und von Gernot Blümel, die du jetzt auf eine Ebene gestellt hast, irgendwie ausführen. Aber nein, gar nicht eigentlich, weil es wird sich wirklich niemand finden, der jetzt irgendwie ein Loblied auf die rasende Kompetenz von Claudia Danner singt. Und wenn, würde ich mir anschauen, mit welchen Argumenten. Mhm. Und dasselbe gilt auch für andere Regierungsmitglieder. Aber ich finde einfach, man sieht da, wie sehr diese Personalauswahl ihre Konsequenzen zeitigt. Und nur Loyalität ist einfach zu wenig, um ein Ministerinnenamt anzutreten. Aber du meinst nicht, dass es ein besonderes Problem gibt bei den Frauen, die Sebastian Kurz in die Regierung geholt hat? Nein, das ist das Argument von Rosemarie Schweiger. Es gibt ein Argument bei den Frauen, es gibt ein Problem bei den Frauen, aber nicht nur bei den Frauen. Ich finde auch, Gernot Blümel als Finanzminister hat bisher alles andere als Bella Figura gemacht. So, liebe Eva, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke wie immer, dass Sie sich dem Profil-Podcast widmen ab Samstagabends beziehungsweise als E-Paper und ab Sonntag eine neue Print- und E-Paper-Ausgabe vom Profil.